Tag im Militärkomplex. Jetzt zuschlagen, bevor es weg ist.
Suche nach Eridianerzeug mal fast zu einem Pandora-Pfannkuchen gestampft. Hab mich gerade noch weggeduckt und bin dann mit einem Dreifach-Rückwärtssalto in seinem Maul hinter den Zähnen gelandet. Hab mich dann bis zum Schließmuskel durchgeballert. Ich hab wochenlang nach Monsterarsch gestunken. Aber ich würde es wieder tun. Und das habe ich auch. Faszinierend. Typhon de Lyon ist zwar vor Jahrzehnten kurz nach Beendigung der Echo-Serie verschwunden, seine Großzügigkeit wirkt aber noch immer nach. Er hat seinen Fans ein Waffendepot hinterlassen. Schwach, Schlappschwanz. Thank you.
Tyreen! Tyreen, sag mir doch! Er ist nicht stark genug! Kein Geld mehr für Respawns ausgeben? Ich hab die Lösung. Ich reiße dir früher oder später sowieso alles aus den Händen. Antworten. Hey, Aliens, werde ich sagen.
Was ist so scheiß besonders an Pandora? Ein Typhon-Depot wurde gefunden. Was für ein Exemplar. Von Menschenkontakt bekomme ich zwar immer Ausschlag, aber mit ihm würde ich sofort mein geheimes Labor teilen. Wenn du das jemandem erzählst, vergifte ich dich langsam. Thank you.
Blödes Rumgekritzel, wenn ihr mich fragt. Nicht. Es kann losgehen. So verschämt viel Glück.
Das Ding ist nicht geladen. Ich mach das. Verdammt, funktioniert nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich sollte es eigentlich laden können. Wir brauchen Hilfe. Es gibt nur eine Person auf diesem Planeten, die weiß, wie diese eridianische Technik funktioniert. Patricia Tennis. Sie hat eine Ausgrabungsstätte auf der anderen Seite des Tals. Bring die Karte zu ihr. Ich komme nach, sobald ich kann. Muss mich erst um ein paar Dinge für unser Schiff kümmern. Sekunde. Die schmecken
sprechen einfach besser, wenn sie Angst haben. Wo war ich? Ach ja, meine Anhänger würden für mich sterben. Und wenn du dran bist, lasse ich es dich wissen. Und jetzt lauf, Superfan. Reparier die Karte für mich. Die Kammern gehören mir. Hallo, Person, die meine wertvolle und unersetzliche Ausgrabungsstätte zertrampelt. Kann ich helfen? Bist du Tannis? Das bin ich. Du musst Liliths neuer Kammerjäger sein. Und du hast die Karte. Ich schätze, Glückwünsche sind angebracht. Das reicht. Nun, lass mich mal sehen. Warte draußen, während ich dieses unvorstellbar komplizierte und unbezahlbare Alien-Artefakt untersuche und stiehl einfach, was nicht festgenagelt ist. Ich brauche von dir Feedback für meine Hypothesen. Bitte verwechsle das nicht mit einer Unterhaltung. Wie ich erwartet hatte, Tyrene Calypso ist eine Sirene. Sie scheint sich von der Lebenskraft anderer zu ernähren und ihr Kult ist offenbar ihre Nahrungsquelle. Vorerst. Die Kammern beherbergen unvorstellbare Macht. Aber der Gedanke, dass die Calypso-Zwillinge sie zuerst erreichen, jagt mir einen Schauer über den Rücken. Oder habe ich einen meiner Anfälle? Vielleicht beides. Aber wir haben auf jeden Fall Gesellschaft. Achtung! Hey, Superfan. Ist die Karte schon repariert? Na, gib sie mir einfach, dann kannst du Teil der Familie werden. Aber halt, was ist das? Du fehlst nicht? Okay, du hattest deine Chance. Ist echt ein Jammer. Ich nehme mein Bis dann, Crimson Verräter. Schreibt! Crimson Verräter? Meine Seele! Wie dir auch sei, mein Bruder hier wird deinen Tod im Echo-Net übertragen! Also, sag nichts dümmlich heldenhaft. Ich würde eh was drüber sprechen. Hindernismodus! Das ist nicht der Durchbruch, auf den ich gehofft habe. Ich bin unterwegs. Kammerjäger, lass sie nicht in die Nähe von Tannis oder der Karte. Zerstört! Sie dürfen die Karte nicht kriegen! Sollte es wegrennen! Hey, für die Calypso! Serviert mich mit einem guten Rot! Kämpf weiter, Kammerjäger! Alles klar, schalten wir den Rest zusammen aus. Wisst ihr, wer ich bin? Verteidige die Karte! Kommt schon her, Poser! Das hab ich vermutlich verdient. Jetzt Knallskultisten! Okay?
Nein, aber ihr seid alle noch hier in meinem Allerheiligsten. Also los. Hast du die Karte zum Laufen gebracht? In Anbetracht meines enormen Intellekts und meiner beschränkten Ressourcen habe ich getan, was ich konnte, Lilith. Sollen wir es versuchen? Ich denke, das sollte klappen. Einige Daten sind beschädigt. Die Karte scheint erheblichen Schaden erlitten zu haben. Hypothese? Tyreen Calypso hat versucht, die Karte zu laden, aber ihre Kräfte haben sie nur noch mehr ausgelaugt. Leider erkenne ich nur einen einzigen Planeten. Promethea? Natürlich! Typhon de Leon hat die erste Kammer dort gefunden. Promethea. Gute Arbeit, Tennis. Also, Ziel Promethea? Sieht so aus. Wir müssen vor den Calypsos bei dieser Kammer sein. Ellie hat an einem Schiff für uns gearbeitet. Ich bringe Tennis und die Karte dorthin. Wir sehen uns an der Startrampe, Kammerjäger. Oh, du weißt, dass ich das verabscheue, Lilith. Ich will nur, dass meine Eridianer-Expertin sicher ist. Kennst du noch eine andere Eridianer-Expertin? Bereit? Lässt sich das leicht abwischen. Aber ihr seid hartnäckig. Ich würde euch was verraten. Diese Karte und jede Kammer darauf sind mein Geburtsrecht. Ihr versteht nichts von Kammern oder wozu sie da sind. Ich schon. Wir sind die Kinder der Kammer. Ist so eine Familiensache. Mitnehmen, Lil. Es ist endlich soweit, oder? Nach all den Jahren. Ganz genau. Wie geht's dem Schiff? Fast fertig. Fehlt nur noch Treibstoff und ein neuer Astronaut-Chip. Kannst du Ellie bei den Schiffsvorbereitungen helfen? Ich sammle die Raiders ein und bringe sie an Bord. Bin dran. Alles klar. Bis später, Lil. Sei auf alles gefasst, Ellie. Die Kalypsos lassen uns nicht ohne Kampf ziehen. Ich hab was Besonderes für dich, KJ. Das Fahrzeug da drüben ist mein Biotreibstoffzapfer. Das Ding ist nicht wählerisch, was die Quelle betrifft. Überfahr einfach ein paar Banditen und Skeks, um zu tanken. Umweltfreundlich, was? Hüpf rein, Kammerjäger! Schnute.
gegen KDK greifen die Königin weiter an und werden sofort abgeschmettert. Die Königin bin übrigens ich. Mich musste noch nie einer beschützen, das steht mal fest. Ich kann mir selbst helfen, auch auf so einem barbarischen Planeten wie diesen. Aber mich mit den Raiders zusammenzutun, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Wir sind wie eine Familie. Seit Scooter nicht mehr da ist, habe ich auch sonst keine. Wenn das Ding eine Pandora-Panne hat und heiliges Höllenfeuer ausbricht, komm einfach zurück, dann gebe ich dir einen neuen Zapfer. Wie gesagt, du musst nur ein paar Banditen, Skeks und was weiß ich sonst noch überfahren. Es ist fast die ganze Crew an Bord. Sobald du diesen Astronaut-Chip hast, geht's los. Was wir hier tun. Ich werde es
mal schnell erklären. Mein Bruder und ich wurden in einem Käfig geboren. Paps hat gesagt, es sei zu unserem Besten, dass der Rest des Universums voller Banditen ist, die uns in Stücke reißen würden. Und als wir uns endlich befreit hatten, stellten wir fest, dass er recht hatte. Banditen, soweit das Auge reicht. Banditen waren die größte ungenutzte Ressource in der Galaxis. Es gibt Milliarden von ihnen in den Borderlands. Menschliche Wracks, Überreste der Konzernkriege. Sie sind gebrochen, aber bei uns fühlen sie sich wertvoll. Also kämpfen sie für uns und sterben für uns, weil sie endlich einen Platz haben, an den sie gehören. Eine Familie. Meine Familie. Das Universum gehört ihnen, solange sie gehorchen. Ihr werdet sterben. Du hast dich mit der Falschen angelegt. Ich lebe für den Scheiß. Das Ding habe ich mit Liebe. Schlappschwanz. Nein, Mutter! Ich werde nicht weinen! Yo, Ellie. Ich hab den Astronaut-Chip. Kannst uns nichts mehr tun! Ich
zum Schiff. Wir sehen uns, Killer. Komm zurück, dann kann ich auftanken. Boom! Pack den Zapfer einfach da drüben, KJ. Sekunde, ich tanke auf. Ich kann nicht glauben, dass wir nach Promethea aufbrechen. Es wird toll, neue Sachen zu sehen und neue Lagen abzuchecken. Wird Zeit, den Stadtjungs ein paar Sachen zu zeigen, die sie nur aus Naturdokus kennen. Aufgetankt! Kann es losgehen, Killer? Zur Hölle? Firehawk, gib mir einfach die Karte. Oh nein. Cool, dann mal los! Hab sie! Du bist eine Sirene? Ja. Nun. Liegt in der Familie. Ich bin die Sirene. Er ist ein Parasit. Wirklich. Bei der Geburt musste Vater in mir abschneiden. Also, ich bin das Einzige, was ihn am Leben hält. Was machst du denn da? Ich kann lebendigem Energie aussaugen. Auch deine, Firehawk. Kammerjägerlegende. Schlechterin des Zerstörers. Firehawk. So viele Titel, so wenig Wirkung. Nun, ich habe deine Kräfte. Jetzt erledige ich dich. Tyreen. Gut. Königin Tyreen spricht hier live. Wir haben heute etwas ganz Besonderes. Die am meisten gewünschte Hinrichtung. Die große Ketzerin persönlich, der Firehawk. Ah. Oh, sieh mal einer an. Smile. Und die ergebensten Anhänger haben die Ehre, sie zu erledigen. Das ist nicht alles. Wir kennen den Weg zur großen Kammer. Ab nach Promethea! Und immer schön liken, folgen und gehorchen. Halb so wild, Lil. Alle Legenden sterben. Du hattest einen guten Lauf, wirklich. Oder? Das sagen die Leute zumindest so. Ich glaub's ja eher nicht. Okay, verschwinden wir von hier. Ich will sehen, ob Katagawa Wort hält. Überlass die Reste den Hunden. Bye, bye. Danke für die Karte. Und deine Kräfte. Ich beende, was du begonnen hast. Bis dann, Firehawk.
Oder was immer du jetzt bist. Serviert. Für die Geier. Niete. Ich kann nicht. Eine Feier für die Eier! Sieh nur, was die Schweine Lil angetan haben! Töte sie, KJ! Bringen wir es hinter uns! Ich hab das im Griff! Das ist ein Vorteil! Leute, zu sein! Die Erde mit etwas verfluchter, göttlicher Vergiftung!
verlassen. Ich gehe nirgendwo hin! Medizin für dich. Ich hab dich. Auf die Beine, Commander. Danke, Kammerjäger. Oh, es geht schon wieder. Los zum Schiff. Kammerjäger, hier drüben. Behalte du den Astronaut-Chip erstmal, Engelchen. Das ist übel, aber wir können das jetzt nicht besprechen, Amigo. Wir müssen hier verschwinden und das Schiff ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kajot, auf zum Schiff! Wir müssen verschwinden, bevor mehr von diesen KDK-Pennern angreifen!